Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Roomtour. Mein Name ist Marc Oxy. Wir haben ein mega fettes Unboxing gemacht, beziehungsweise eine Unboxing-Session. Und wir werden jetzt eine erneute Roomtour machen, um mal zu sehen, wie es nach so einem Hardcore-Unboxing denn bei uns aussieht. Drin sitzt noch ein Überraschungsgast und da schauen wir mal rein. Und ja, der filmt uns auch. Wir filmen uns jetzt hier gegenseitig. Ja, alle sind geblendet, erfolgreich. Genau, wir machen einen kurzen Rundumblick um das Zimmer. Einmal rundherum im Slow-Motion-Modus. Fokussieren. Okay, so. Mit diesem fancy Gestell. Okay, da hat sich jetzt... Na doch, da sind schon ein paar Sachen. Slow-Motion ist ziemlich schnell, oder nicht? Ja, und hier haben wir die neue deutsche Mülldeponie. Ja, das sind alles Verpackungsmaterialien. Das ist schon ziemlich krass. Ich muss das irgendwo hin verfrachten, um alles umzustellen. Ja, im Endeffekt hier viel Papier, viel Plastik. Hier haben wir noch ein paar Techniksachen, also Inhalt aus dessen Verpackungen, die sich da befinden. Und auf der rechten Seite ein Stück weiter haben wir einmal hier auch noch hier so ein Kabel, was wir angeboxt haben. Also eigentlich nicht wirklich. Hier ein Gurt, der zu der Kamera gehört, die wir übrigens hier sehen, von der Handyfilmsicht. Man könnte schon meinen, sehen. Es ist sehr hell. Man könnte schon meinen, wir kämen aus dem Fernseherbereich. So, jetzt kann man auch sehen. Und das ist natürlich schon richtig heftig. Wir haben hier aber nichts mehr. Mach wieder an. Wir haben hier aber auch drei Softboxen, die auch wiederum Licht geben, die hier jetzt leider einfach nur mal so mitten im Raum drin stehen, weil wir erst noch ummodeln müssen. Ja, ich kann nicht mal schlafen. Der Fenstersimsen auf der linken Seite ist auch belegt. Rechte Seite von mir aus gesehen und von dir auch. Alles voll. Genauso wie mein Bett. Das ist nämlich auch belegt. Hier haben wir dann noch unseren Sessel mit unserem zweiten Kameramann, Dad Ingenieur, der Co-Kameramann. Und ja, man sieht, hier ist kaum Platz zu laufen. Das Zimmer sieht aus wie... Wie alt er halt. Wie, das Licht blendet zu stark? Ich weiß nicht. Wie sieht's Zimmer aus? Als ob irgendwie eine Marktbombe hier zerplatzt wäre. Also wirklich, und ich muss schon sagen, das hier ist schon ziemlich pervers hier, diese Montur. Und da kommt ja noch was hinzu, und zwar ein Schwebestativ. Da kümmern wir uns aber erst nachher drum. Magnus darf noch einmal mit dem Handy direkt hier auf die Komponenten eingehen. Ja, Licht weg, die sehen gar nichts. Also, wir haben hier einmal separat, da kann man die App benutzen für, dass man nochmal den Screen gesehen hat. Da wäre es natürlich sinnvoller mehr in meine Richtung, weil die haben sowieso einen Screen, den man da sehen kann. Hier haben wir ein Rode Mic. Ist egal. Video Mic. Video Mic. Cotti Edition. Okay. Und da eine Lampe, die kann leuchten. Mit LEDs. 198. Ah, er war hell. Aua. Und er hat so einen schönen Griff oben drauf gesnappt. Und hier sind jeweils diese Ärmchen. Genau. Ich denke mal, du schneidest dann in das Video einzelne Sequenzen hiervon. Genau, ja. So. Genau, und du darfst noch einmal auf dieses Schwebestativ filmen, weil das kommt dann nämlich auch noch an diese ganze Apparatur hin. Man kann es ja auch mal so provisorisch hinhalten, wie das rein theoretisch aussehen wird. Und wo man dann wirklich letzten Endes festhält. Ja, gut. Alter! Ja, die Frage ist, ob das dann noch irgendwer von uns halten kann. Mal sehen. Verfickte Scheiße, das ist schon brutal. Wahnsinn. Ja. Hättest du dir so vorgestellt? Ja, ich schon. Ich auch, also so richtig voll belagert. Voll beladen, ja. Ich befürchte bloß, das endet darin, dass ihr es einfach ans Stativ schraubt. Aber wir machen natürlich noch einen Praxistest, und zwar auf dem Kulturufer in Friedrichshafen. Heute wahrscheinlich nicht mehr, dafür morgen oder am... Sonntag. Vielleicht. So ist angenehmer, oder? Genau. Auf jeden Fall machen wir einen Praxistest mit dem und laufen da mal durch.
Ganz ehrlich, bin ich nur der Redner und kein Kameramann. Ich würde mich, glaube ich, schämen, aber ich muss mich so auch schämen, weil ich ja vor der Kamera bin, aber ich weiß nicht, wie es läuft. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses soziale Experiment. Mal schauen, wie oft wir angesprochen werden. Ich weiß schon sagen, angeschrieben. Wie oft wir angesprochen werden und vor allem, wie viele Abonnenten wir haben, weil das können wir nämlich wirklich keinem erzählen. Jo. Ja, das stimmt, ja. So, meine 5 Minuten sind vorbei. Die Halterung ist umgefallen und damit... Bin ich sprachlos? Ja, auch. Wir bedanken uns. Fürs also kann man damit auch Selfie filmen? Ja. Ja. Wahnsinn! Geht schon. Moment, davon mache ich ein Bild. Das ist zu geil. Na, warte. Wenn dein Handy das zulässt. So. So. Was ist denn das für ein Ding? Das ist meine Selfie-Kamera. Es gab keine Mikria mehr. Vor allem wir filmen mit der Samsung wahrscheinlich auch noch parallel. Ja. Ja, das ist doch perfekte Selfie-Cam, oder? Auf jeden Fall. Also, ich denke mal, du schneidest Einzelsequenzen hier raus. Ja, genau. In diesem Fall, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.